Trump und Mark Williams, das ist ein Match, das so richtig Spaß macht, das wirklich alles hat. Erst diese Frames mit diesem berauschenden Breakbuilding, wo sie sich die Dinger, die hohen Serien nur so um die Ohren geschossen haben. Jetzt aber auch brillante und packende taktische Duelle, spannende Frames. Und im gesamten Match ist jetzt ja auch wieder richtig Musik drin. Szenen aus dem Frame zuvor. 5:4 nur noch für Judd Trump. Mark Williams hat es also geschafft, 3 Frames in Folge zu gewinnen. Und nun sitzt er seinem Gegner wieder so richtig im Nacken. Da ist jetzt alles möglich. Judd Trump ist in der Arena geblieben, wartet da in Ruhe ab, wartet im Moment auf die Rückkehr von Mark Williams, der in diesem Moment wieder die Stufen herunterkommt. Thank you, Frame 10. Mark Williams to break. Frame Nummer 10. Mark Williams am Tisch. 4:5 liegt er nur noch hinten. Da geht noch was für den Waliser. Jetzt muss Judd Trump natürlich auch zeigen, wie viel Matchhärte er hat. Bisher hat er im Verlauf der Turnierwoche immer richtig reagiert, wenn er unter Druck stand. Aber ein Mark Williams in dieser Form hier ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Das weiß auch Trump. Ein sehr mutiger Lochversuch von Mark Williams. Ist die Lochsicherheit bei Judd Trump jetzt noch da? Sie ist's. Beide Paarungen hier in der Vorschlussrunde, die könnte man ja auch locker als WM-Finale verkaufen, vom Klang der Namen her. Jeder würde sagen, ist in Ordnung, kaufe ich. Und das Niveau in diesem ersten Halbfinale auf jeden Fall passt voll und ganz dazu. Die beiden roten bei Schwarz, die stören ihn noch.
die machen das Breakbuilding schwierig und deswegen schaut er sich an, ob er das Problem nicht mit einer Kombination lösen kann. Wenn das geht, ist das höchstwahrscheinlich sicherer, als wenn er... Oh, verstellt sich hier, der wird zu kurz. 25. Also wenn der da einen Split spielen muss. Das ist zu kurz, denn er kommt nicht mehr an die rote unterhalb dieses kleinen Mini-Dreiecks ran. Da kommt das nächste Safe-Duell auf uns zu. Oder attackiert Mark Williams den? Wäre es nicht zum Konter gekommen, es hätte gut und gerne eine sichere Ablage geben können. Aber es ist zum Konter gekommen. Er bleibt bei seiner ersten Idee. One. Da war die Hoffnung bei Pink vielleicht ein bisschen mitzunehmen, um Pink auf die Mitte spielen zu können. Jetzt muss er über Blau gehen. Auch wenn Blau da ganz schön geklappert hat, ein sehr guter Ball. Seven. Twelve. Die Route dort links auf die Mitte, die hat er immer noch als Notausgang. Thirteen. Das Stellungsspiel, da tut er sich im Moment schwer mit. Da hat er Blau nicht in die Mitte der Tasche gesetzt, sondern so ein bisschen auf die Kante, mal mit vorsichtigem Tempo,
damit Blau auf jeden Fall trotzdem fällt. 25. Um den Winkel ein bisschen zu korrigieren. Und auch hier hat er jetzt wieder nicht den richtigen Winkel. Da hätte der Spielmann auch über Blau hinauslaufen müssen. Das ganze Break ohne Schwarz. Der Frameball. Mark Williams braucht Snooker. Judd Trump, er wird hier zum vierten Mal in seiner Karriere das Finale eines Weltranglistenturnieres erreichen. Mark Williams mit einem tollen Comeback, mit einer sehr guten Aufholjagd. 58. Aber alles in allem war es eine Glanzstunde des Snooker, dieses Halbfinale, das mit einem 6:4-Sieg für Judd Trump endet. Die 5:1-Führung, das war die Bank, das war zu viel für Mark Williams. Judd Trump also werden wir morgen im Endspiel wiedersehen. Es war aber Gratulation, aber auch an Mark Williams, der ein exzellentes Turnier gespielt hat und ja auch hier im Halbfinale eine Top-Leistung abgeliefert hat. Eine Top-Leistung, die allerdings nun mal nicht ausreichte, weil der andere, weil Judd Trump da noch eine Ecke besser war. 6:4. Judd Trump, der kann jetzt in Ruhe abwarten, wer morgen sein Gegner sein wird, nämlich entweder John Higgins oder Sean Murphy. Dieses zweite Halbfinale sehen Sie live ab 14.30 Uhr im Eurosport Player, live ab 15 Uhr auf Eurosport 2 oder aber in einer Aufzeichnung ab 19 Uhr auf Eurosport. Mal schauen, was die beiden machen, denn auch die sind ja hoch gehandelt. Ich sagte es, nach der tagesaktuellen Rangliste sind hier die Nummern 2, 3, 4 und 5 der Rangliste im Halbfinale dabei. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch gleich wieder dabei sein würden. Bis dahin sagt Danke und Tschüss, Ihr euer Rolf Kalb. Snooker auf